Ja, wir entwickeln ein Audiosystem für Kinder, ein Abspielgerät, das Tonybox heißt, das aber nur im Zusammenspiel mit Tonys funktioniert. Das sind Hörfiguren, die man auf die Tonybox stellt, um ein Hörspiel zu starten, damit Kinder völlig autark und sehr charmant auf emotionale Art und Weise Hörspiele, Hörbücher, Musik genießen können. Stelle ich den Toni, den Löwen, einfach auf die Tonybox und das Hörspiel fängt an. Wenn ich es zu laut oder zu leise empfinde, kann ich das über die Ohren, die sind aus Silikon, sehr weich, die Lautstärke verändern. Großes Ohr wird natürlich lauter, kleines Ohr leise. Ja, wenn ich jetzt unterbrechen möchte, weil ich schlafen soll oder essen kommen soll, dann nehme ich Toni einfach runter und das Hörspiel stoppt. Also wir starten mit zusätzlich zum Löwen, der jeder Box beiliegt, mit 14 weiteren Hörspielen. Der Janosch, also Tiger, Oh, wie schön ist Panama, Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg gehören dazu. Einige Olchis, die Olchi-Detektive gehören dazu. Die Maus, die kennt ja auch jeder, mit einer sehr, sehr schönen Musikproduktion. Eine Sache, die mich extrem glücklich machen würde, wäre, wenn in 20, 30 Jahren Menschen da draußen noch eine Tonybox auf dem Speicher oder im Keller haben und sich daran positiv erinnern, wie sie ihre Kindheit mit der Tonybox verbracht haben.